Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir über die Top-Learnings aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern sprechen im Bereich Vertrieb. Wie das Ganze aussieht, erfährst du gleich. Viel Spaß dabei. So, eins der wichtigsten Punkte natürlich der Qualifizierungsprozess. Was alle unsere erfolgreichen Partner gemeinsam haben, ist das vernünftige oder so wie wir es empfehlen, richtige Qualifizieren der Interessenten am Telefon. Ja? Wo beginnt das Ganze? Also letztendlich, was wollen wir überhaupt damit erreichen? Unser Ziel ist es, dass wir nicht für jeden XY-Interessenten extra 50 Kilometer rausfahren zum Beispiel. Ja? Sagen wir mal, ein Interessent als Beispiel bringt nicht das Budget mit für ein Terrassendach, dass du, also um ein Terrassendach sich bei dir kaufen zu können, ja, sagen wir mal, es kostet jetzt 10.000 Euro mindestens, ja, aufwärts immer okay. Und der Interessent hat nur 4.000, 5.000 Euro. Du fährst 50 Kilometer raus, hast dann noch ein Beratungsgespräch, 2 Stunden und am Ende kommt raus, er hat nur 3.000, 4.000 Euro eingeplant. Und das sind einer der Punkte, die man sehr, sehr schnell in einem vernünftigen und einem gut strukturierten Qualifizierungsprozess herausfiltern kann. Ja, also was man damit erreichen will, ist sich viel Geld sparen und Zeit, dadurch vielleicht weniger Termine hat effektiv, aber diese Termine auch mit einer sehr, sehr höheren Wahrscheinlichkeit bei dir kaufen werden. Und damit wirst du am Ende einfach nur Zeit und Geld sparen. Ja. Ganz wichtiges Thema, hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört auf dem Kanal, also ist nicht das erste Mal, dass wir drüber sprechen, aber ist auf jeden Fall eins der Top-Learnings. Also wie gesagt, wenn man mit Social-Media-Anfragen arbeitet, sollte man das definitiv beachten. Grundsätzlich sollte man das beachten, auf jeden Fall. Man spart sich einfach Zeit, man verbessert das Ergebnis und man kann sogar den Vertriebler ein bisschen besser stimmen, weil der natürlich nur noch gute Termine bekommt im besten Fall. Ja. Die zweite Sache, die ich dir mitgeben möchte oder die wir dir mitgeben möchten, ist das Thema Schlagzahl. Und zwar wirklich ganz stumpf, einfach mehr schafft mehr in dem Fall. Spannendes Beispiel, ich habe letztens mit einem Kunden von uns gesprochen. Wir gehen ja auch immer sehr intensiv auf den Vertriebsprozess ein, wenn wir da mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Ich habe mir dann die Tabelle angeschaut, da stand dann Montag, Anrufversuche von Vertriebler 1, 9. Dienstag 11, Mittwoch 8. Also wir sind nachher in der Summe in der Woche auf 35, 40 Anrufversuche gekommen. Und ich habe dann gefragt, was macht denn der Vertriebler sonst so am Tag? Also du rufst halt 40 Leute an in der Woche, dann erreichst du davon 30. Davon haben 20 keine Zeit. Also, was soll da am Ende des Tages übrig bleiben? So, natürlich, wir haben alle volle Terminkalender, gar keine Frage. Wenn du vielleicht als Einzelkämpfer unterwegs bist, sogar noch mehr als andere. Aber dir muss einfach bewusst sein, dass das Thema Vertrieb und am Ende des Tages auch der Umsatz, der daraus ja resultiert, das ist ja das Blut für dein Unternehmen. Also, mhm. Davon ernährst du deine Mitarbeiter, beziehungsweise davon bezahlst du deine Mitarbeiter in erster Linie. Und bezahlst letzten Endes dein ganzes Unternehmen. Und das muss einfach oberste Priorität haben, dass du A, die Zeit hast, vernünftig Schlagzahl zu machen und B, dass du es dann auch einfach machst. Also, dass du nicht sagst, okay, ich habe jetzt 20 Leute angerufen heute, das muss reichen, sondern es können gerne mal 60, 70, 80, 90, 100 Leute sein, je nachdem natürlich, was du da für eine Liste vor dir hast. Aber wenn es um Vertrieb geht, wenn es darum geht, neue Kunden anzurufen, neue Interessenten anzurufen, wenn es darum geht, Termine wieder zurückzuholen, die nicht stattgefunden haben, wenn es darum geht, Follow-up zu machen auf Angebote, dann musst du dich da einfach hinsetzen und diese Anrufe machen. So. Es geht natürlich darum, dass wir ein Ergebnis haben. Es geht aber auch darum, dass wir eine aussagekräftige Quote haben, weil um auf das Beispiel zurückzukommen, wir ziehen das vielleicht einen Monat lang durch, dann haben wir 160 Anrufversuche gemacht. Danach kann man ja noch nicht wirklich sagen, ob was gut funktioniert oder nicht. Das heißt, wir müssen das vielleicht 2, 3 Monate beobachten, damit wir sagen können, dass hier im Vertrieb was gut läuft oder nicht. Und das ist natürlich viel zu lange, so viel Zeit haben wir nicht. Das heißt, setz dich hin, setz deine Vertriebler hin, sorg dafür erstmal, wenn das nicht passiert, überhaupt zu tracken und sorg dafür, dass einfach Schlagzeit passiert, die irgendwie relevant ist, damit man darauf aufbauen kann. Ja, also hast du vorhin schon kurz angeschnitten, Follow-up, ja, also abgesehen von der Schlagzahl, was halt wichtig ist bei Leuten, die du erreichst oder mit denen du sprichst, immer auch ein vernünftiges Follow-up zu machen, ja, immer dem Interessenten nachgehen. Das heißt, das geht eigentlich sogar, das beginnt ja schon beim Marketing, egal wo im Unternehmen, egal an welchem Prozess. Wenn du einen Termin hast oder ein Gespräch hattest, versuch immer, ein nächstes Gespräch auch zu vereinbaren. Und wenn nicht, dass du zumindest versuchst, ihn nochmal zu erreichen. Ja? Das heißt, wenn er einmal nicht rangegangen ist, das ist das Thema Schlagzahl, dann versuchst du es bei dem anderen. Aber auch bei diesem einen Interessenten muss auf jeden Fall nochmal angerufen werden. Ja. Sagen wir mal, jetzt aber das Angebot ist raus, also später im Prozess, dann ist es nicht selbstverständlich, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich nehme das Angebot an.
Ja? Das ist deine Aufgabe, Follow-up zu betreiben, immer wieder nachzugehen und sei es, ja, ganz hart ausgedrückt, jede Woche, bis er zusagt. Also Hartnäckigkeit zahlt sich aus, klar. Ich höre immer wieder, ja, aber das sieht nicht schön aus, wenn ich da jeden Tag anrufe. Klar sollst du da nicht am Tag 5-mal anrufen, das habe ich damit nicht gesagt. Aber es kann halt einfach sein, dass in der Woche, zum Beispiel im 4. Follow-up, für ihn auf einmal dieses Thema interessant ist. Und dann wird er wahrscheinlich bei dir kaufen. Und hättest du dann nicht angerufen, hätte er es vielleicht dann woanders gekauft. Deswegen immer versuchen, ein Follow-up zu machen. Wenn das Angebot raus ist, am besten direkt schon mit dem Interessenten ein Follow-up oder einen Besprechungstermin vereinbaren, damit das auf keinen Fall untergeht. Und so werden deine Interessenten auch immer bei dir bleiben, weil die mit dir ständig in Kontakt bleiben. Ja, definitiv. Also nimm das auf jeden Fall mit, gerade wenn du jetzt in einem Gewerk arbeitest, wo es vielleicht auch mal längere Zeiten gibt, bis ein Vertrag unterschrieben wird. Terrassendächer von mir aus, so wenn die Terrasse gerade noch gemacht wird, dann dauert das halt seine Zeit. Und bis diese Kaufentscheidung gefällt wird, macht sich der Verbraucher ja auch seine Gedanken. Und wenn du derzeit 3 bis 4 Mal angerufen hast, ein gutes Gespräch vielleicht sogar hattest, sind deine Chancen einfach sehr gut, dass du einen Auftrag dann bekommen wirst. Nimm das auf jeden Fall mit, wenn du wissen möchtest, wie man das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen kann. Wir können natürlich in den Videos hier auch nicht alles erklären, beziehungsweise nicht zu weit in die Tiefe gehen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Melde dich gerne bei uns. Wie gesagt, wir unterstützen unsere Partner sehr, sehr stark im Vertrieb. Und ja, klick auf unsere Webseite, klick auf den Abonnieren-Button irgendwo hier unten, klick auf die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank. Ciao. Ciao.